Hallihallo und willkommen zum Abendgottesdienst in der Blutnacht am Tag 7. Scherz beiseite, wir sind auf der Kirche. Ich habe mir da noch ein Frame hingesetzt, damit ich all zur höchsten Not hier noch hoch kann, was ich aber jetzt nicht hoffe. Aber für den Anfang kann man natürlich gut gucken, von wo sie kommen. Ich bin vorbereitet, ich hoffe ihr auch. Da unten habe ich mir auch noch ein paar Frames hingesetzt, damit ich da auf das Vordach komme und so meine Tür verteidigen kann. Dann hoffe ich doch mal, dass jetzt alles gut geht. Erste Horde in diesem Solo. Ha. Schön. Es wird interessant. Endlich geht der Spaß los. Angespannt, angespannt, noch einen Schluck trinken. Was geht los? Kommen die von vorne nur? Die kommen von ganz vorne. Boah, dann sind sie aber weit weg, ey. Dann gehen wir hier vorne drauf. Sind die ziemlich weit weg. Och, ihr versteckt euch da aber auch blöd. Ach. Lol. Von da hinten kommen sie auch. Ah, komm. Jungens, das ist blöd. Ich dachte eigentlich, kommt er von der Seite. Könnt ihr doch nicht machen. Arbeitet euch da doch mal durch und macht mir einen Durchgang. Immerhin treffe ich hier ein bisschen was. Ah, da hinten. Okay. Treffer. Ich verstehe nicht ganz, wo ihr lang lauft. Ja gut, also das hier in der Kirche ist schön und gut. Finde das auch alles ganz nett, nur für die erste Runde, das war's nix. Da sind wir hier durch. Juhu. Endlich. Wie sind die da durchgekommen jetzt? Da war eine Mutti. Na gut, Hauptsache, die kommen da zwischendurch mal durch. Mutti. Geh nicht zu weit, da sind Spikes. Also die kommen von da irgendwo und von da.
Moin, Razor. Ich finde das ein bisschen Namen für die Hornnacht. Da sind jetzt zwei durchgekommen. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber es sind zwei durchgekommen. Ich dachte eigentlich, die machen das da vorne ein bisschen schneller kaputt. Das heißt, theoretisch für die zweite Horde baue ich mir hier irgendwo mittig was rein, wo ich mich dann draufstelle. Kann ich die wenigstens überall kämpfen? Ey, ich habe das schon hochgeschraubt. Jetzt enttäuscht mich doch nicht so. Die enttäuschen mich. Die beiden sind durchgekommen. Nichts mehr? Wie, warte, ich sehe keine Zombies. Ja, ich auch nicht. Da sind jetzt vielleicht, ich würde sagen, 18 Zombies da vorne in den Spikes verendet, wovon ich vielleicht zwei oder drei töten konnte auf die Entfernung. Da vorne habe ich einen getötet, da sind aber auch mindestens drei, vier vorher noch gewesen. Die beiden sind hier irgendwie durchgekommen. Habe ja eigentlich wirklich gehofft, dass die von der Seite hier ein bisschen kommen. Ein bisschen mehr Intelligenz. Oder von hier. Da hinten läuft. Da laufen mindestens noch zwei oder drei in dem Haus rum, wetten wir? Da ist doch schon ein Spacko davon. Ach, der legt sich schon hin, bevor ich schießen konnte. Ich wette auch schon fast, dass da in dem Haus irgendwie auch mindestens zwei, drei noch drin sind. Verstehe ich nicht. Ein bisschen mehr Intelligenz bei dem Spiel. Ich habe eigentlich wirklich gedacht, die schlagen mir hier irgendwo ein Loch rein und dann kommen sie hier durch. Dafür habe ich extra hier unten die Spikes angebracht. Und extra nur eine Reihe hier einmal rumgelegt. Das habe ich aber bei meinem letzten Spiel anders in Erinnerung. Mein Gott, ey. Nein, komm her. Wir Punkte haben. Wo seid ihr? Da vorne kommt noch einer. Ach, komm her. Hier bin ich. Hier. Junge. Bist auch schon tot. Ich frage mich zwar noch, wie die beiden da reingekommen sind, aber ist gut. Hauptsache, es haben wir welchen geschafft. Toll. Die Spikes nehmen mir zu viel Arbeit ab. Dafür sind sie dann aber zu günstig. Schlampinchen. Zenobia. Das ist so eine Horde, Jenny, da hättest du kein Problem mit gehabt. Oh, ein Spider! Endlich mal was Spaßiges. Toll. Was Spaßiges. Das könnte natürlich sein, dass die eine Räuberleiter gemacht haben, die beiden. Naja, auch nicht.
Dadurch kann ich natürlich nicht looten, ne? Schade. Hauptsache erstmal schon im Finale sagen, das ist schon okay. Ich meine, Spikes haben sie hier vorne kaputt gemacht, ne? Aber das war ja wohl noch nicht alles. Die haben ja einige Spikes kaputt gemacht. Kein Problem, kein Problem. Hast nichts verpasst. Da vorne ist noch ein Spider drin, oder? Ja. Kriege ich den von hier aus angeschossen, dass der hier hinkommt? Komm her, hier hin. Junge. Künstliche Intelligenz, ne? Ja, die wird kalt. Und nochmal. Ne? Hab da nichts verändert an der Laufbahn. Treffer Nummer 3. Wieder nichts verändert an der Flugbahn. Och. Treff ihn doch. Er kommt immer noch nicht raus. Jetzt ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Verstehe ich nicht. Jungs, was ist los mit euch? Das ist zu einfach. Hol mal eine Fackel raus, die Zombies sollen auf nichts stehen. Ja, eine Fackel ist eine gute Idee. Ich habe, glaube ich, gar keine. Dann kriege ich gleich wenigstens von irgendwas Schaden. Weil, wenn ich hier rüber springe, kriege ich nämlich Schaden. Cool. Haben wir noch. Ich habe noch Fett. Zepter. Fackel, Stofffetzen. Fackel. Das ist eine gute Idee. Spawnen wir die doch mal ein bisschen an, ja. Und wieder. Ich nehme sogar den Bogen so lange weg. Kommt mal her, hier, Licht. Ganz viel Licht. Ja, ein Kriecher hat's geschafft. Der hat sich wahrscheinlich auch schon vorher wehgetan. Nicht? Jungs, nicht? Ich stehe im Schaufenster. Hallo? 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 Hier? Hier? Zombies! Zombies! Hallo? Da kommt auch nichts mehr. Zombies. Ey, das ist hier öde wie auf so einem Friedhof, ne? Okay, also wir haben Hordennacht. Es ist 3 Uhr und ich nehme mir mal die
die Sachen durch. Map and Mauer auf Mad Mall. 2002. Ja, der ist schon ein bisschen verrottet hier. Hier, hol dir mal einen Kaffee. Den könnte ich auch gebrauchen. Gut. Dann weiß ich, dass ich mit dieser Verteidigung die nächsten zwei Horden überstehen werde. Nein. Das heißt, ich werde die Horde beim nächsten Mal noch einmal weiter raufschrauben. Ich glaube, einmal geht's noch. ich habe sie ja, nachdem ich das bei einem anderen Event gesehen habe und wusste, was für Einstellungen da sind, habe ich sie ja schon einmal hochgeschraubt, weil ich dachte, sonst wird's zu leicht. Naja. Gut, dass die hier nicht durchkommen und die ganze Zeit in den Spikes vergammeln, konnte ich natürlich nicht wissen. Das sieht auch nicht so aus, als wenn sie hier richtig dran gegangen wären. Die sind hier in die Spikes gelaufen und dann sind sie da in die Spikes gelaufen und dann sind sie da in die Spikes gelaufen bis nach da. Da steht der erste Spike wieder. Ach. Nix. Find das komisch. Könnte er da nicht mit mir machen. Oh ja, doch, ein paar sind hier. Ganz schön theatralisch gestorben. Ja. Jetzt könnt ihr ruhig noch kommen. Hätte ich wenigstens noch mal ein bisschen Spaß. Schöne Schaufel noch. Ihr seid doch bestimmt alle hier drin. Ah, jetzt hat's genickt. Der Spider ist weg, ne? Ich habe doch eben einen Spider hier eliminiert. Oh, es leckt gerade. Ja, da sind schon mal keine drin. Den hatte ich gerade. Zombies, Zombies, Zombies. Ich höre was. Und es leckt. Ich will in Nahkampf, während es nickt. Ja. Wo seid ihr denn? Ich dachte, hier wären noch welche von der Horde drin. Oh, der ist gut, der Knüppel. Du bist noch da? Oh. Hast mich gleich infiziert. Was bist du denn für einer? Joa. Ja, immerhin. Noch mal ein bisschen Laune. Was bist du denn? Ah!
da bist du. Sag das doch. Komm mir doch entgegen. Oh. Oh, Nick. Okay. Da waren vielleicht zwei oder so von der Horde mit bei. Und Akku ist fast leer. Oh, oh, oh. Hier noch welche? Nee, stehende nicht. Nur du aufgestanden. Nur der Aufgestandene. Nur die, die neu gespawnt sind. Schade. Hä? Hm. Ja, gut. Okay. Was? Dann bringen wir die Sachen mal gerade rein. Dann ist als nächstes halt nur aufräumen angesagt. Und das mit der Tür, das wird demnächst auch verbessert. Kann auch ein Antibiotika nehmen. Gut. Dann beende ich die Folge mal und sage bis zum nächsten Mal.